4. Mai dürfen in Bayern wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden. Das ist eine gute Nachricht. Die Gesundheit aller muss dabei so gut wie möglich geschützt werden. Die bayerische Staatsregierung hat strenge Bedingungen festgesetzt, die eingehalten werden müssen, um Ansteckungen so weit möglich zu vermeiden. Das Schutzkonzept der bayerischen Diözesen wurde nach Vorgaben der Staatsregierung erstellt und hat den Charakter einer gesetzlichen Vorschrift. Die Gläubigen wurden vom ernannten Bischof Bertram Mayer vorerst weiterhin von der Sonntagspflicht entbunden, da unter den genannten Vorgaben nicht für alle eine Teilnahme am Gottesdienst möglich ist. Für uns in Eschenlohe bedeutet dies: Der Sicherheitsabstand von 2 Meter zu jeder Person, die nicht im eigenen Hausstand lebt, muss durchgehend eingehalten werden. Für unsere Kirche muss eine maximale Personenzahl festgelegt werden. Diese Zahl darf nicht überschritten werden. Um den Sicherheitsabstand zu wahren, müssen die Sitzplätze nummeriert werden. Die Platzkarten werden am Eingang verteilt. Bei Husten, Fieber, Grippesymptomen, Covid-Nachweis oder Kontakt zu Covid-Infizierten in den letzten 2 Wochen darf am Gottesdienst nicht teilgenommen werden. Personen, die in einem Hausstand leben, dürfen zusammensitzen. Während der gesamten Anwesenheit in der Kirche muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die Eucharistiefeiern finden vorerst ohne Kommunionsspendung statt. Die Gesangbücher aus der Kirche dürfen nicht verwendet werden. Wer hat, kann gerne ein eigenes Gotteslob mitbringen. Am Ende des Gottesdienstes verlassen die Besucher reihenweise geordnet die Kirche unter Einhaltung von 2 Meter Abstand. Menschenansammlungen vor der Kirche sind nicht erlaubt. Freiwillige aus der Gemeinde erhalten den Auftrag, auf die konsequente Umsetzung der Vorgaben zu achten. In Eschenlohe werden ab der Vorabendmesse am Samstag, den 9. Mai 2020, die regulären Gottesdienste stattfinden. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei bitten alle, sich an die Regeln zu halten. Es geht um den Schutz aller, vor allem aber älterer und kranker Menschen. Weitere Lockerungen sind auch von der konsequenten Umsetzung abhängig. Kurz zusammengefasst: Bitte bilden Sie keine Gruppen. Halten Sie den Mindestabstand ein. In der Kirche benötigen Sie durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung. Herzlichen Dank.